meine lieben Bücherfreunde, und herzlich willkommen in einem neuen Türchen meines Jahreshighlights Adventskalender. Heute öffnen wir das 15. Türchen und ich habe goldene Zeiten im Gepäck der lieben Adriana Popescu dabei. Ja, der zweite Popescu in diesem Jahr, neben ihrem Jugendbuch, was es glaube ich in einem anderen Türchen schon gab, ich versuche es mit der Reihenfolge zumindest, habe ich jetzt auch ihren erwachsenen, zeitgenössischen Roman aus dem Piper Verlag hier. Ich bin seit Jahren ein großer Fan der Bücher von Adriana Popescu. Ich mag ihre Art, wie sie Geschichten erzählt, wie sie Dinge sieht, wie sie Charaktere erfasst und wie tiefgründig sie die anlegt. Das tut sie auch in Goldene Zeiten im Gepäck, ein Buch, das wohl sehr lange in ihr schlummerte, auch schon mal ein Drehbuch war. Und ich finde, das merkt man besonders dem Buch an. Frau Kaiser, eine Frau, die im Altenheim lebt, aber noch relativ fit ist. Und wir haben Carla, eine junge Pflegerin, die ja eigentlich gar keine Pflegerin ist, aber so ein bisschen ja die alten Leute beschäftigt. Unter anderem mit ihrem Vertrieb von... ja, wie soll ich sagen, Marihuana. Und die alten Menschen, die Bewohner des Altenheims, finden das gar nicht so schlecht. Und so auch Frau Kaiser. Und Frau Kaiser hat ja einen Roadtrip auf ihre alten Tage geplant, zusammen mit einer Medaille, die sie in Melbourne gewonnen hat. Möchte sie sich auf die Reise machen, jemanden zu besuchen am anderen Ende sozusagen von Europa. Und wie kann man jemanden besser erpressen als mit der Aufdeckung seines Drogendeals? Genau, das macht Frau Kaiser und Carla begibt sich in ihrem alten Auto zusammen mit der alten Frau auf eine Reise, die beider Leben verändern wird. Und nicht nur das Leben unserer Charaktere im Buch, sondern auch das Leben als von uns Lesern. Denn die Geschichte ist sehr emotional, sie ist wunderbar erzählt. Wir haben hier einen Roadtrip durch Europa, der Spaß macht, der interessant gestaltet ist, der tiefgründige Charaktere zeigt, der uns beide Protagonisten näher bringt. Wir haben auch noch einen Zeitswitch in die Vergangenheit nach Melbourne zu den Olympischen Spielen. Wir erfahren was zum damaligen Deutschland oder ganz Europa, was ja noch geteilt war in Ost und West. Und wir erfahren auch so ein bisschen, wie man das als junger Mensch damals empfunden hat. Was vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen hinter diesen Olympischen Spielen steckte und dass das nicht immer ein kameradschaftlicher Charakter war. Ich mag an Adrianas Stil wirklich sehr, dass sie lebendige Charaktere schafft. Man hat wirklich das Gefühl, die sind aus dem Leben gegriffen. Das ist den Menschen passiert. Sie führen sehr moderne, flüssige, unterhaltsame Dialoge. Es ist sehr tiefgründig erzählt. Die Charaktere sind sehr greifbar, sind sehr echt, sind sehr menschlich. Und man hat wirklich das Gefühl, irgendeiner der beiden erzählt einem diese Geschichte. Ich mag die Anspielungen, die es in dem Buch gibt, so einfach zum echten Leben, was in Wirklichkeit passierte. Ich mag es aber auch, wie so Zitate immer wieder eine Rolle bei Adriana spielen. Und ich finde, ihren Blick auf die Dinge, das kann für mich wirklich nur Adriana Popescu. Gehört für mich mit zu den tollsten Autorinnen der Zeit, die mich immer wieder begeistern kann, immer wieder frisch einfängt, auch mit einer ganz anderen Art von Story, als man sie sonst von ihr kennt. Sie ist da so mit Herzblut dabei. Und man hört Adriana, wenn man ihre YouTube-Videos kennt, ihr vielleicht auch auf Instagram folgt, man hört Adriana in vielen Gedanken, in vielen Dialogen und man stellt sich vor, wie das so von ihrem Kopf in ihre Finger in dieses Buch gekommen ist. Und ich finde das sehr greifbar, sehr echt und wirklich sehr begeisternd. Ein ganz, ganz tolles Buch, ein toller Roman, der auch nachhalt, der mich wirklich sehr begeistert hat, der mich auch an mancher Stelle sehr emotional ergriffen hat. Und gerade das Ende, wo ich dann auch denke, pui. Ja, da hat Adriana uns ganz schön was zurückgelassen. Und ich finde es großartig, dass sie sowohl im Jugendgenre unterwegs ist, als eben auch in der zeitgenössischen Literatur. Sie hat ja auch schon Liebesromane geschrieben, etwas ganz anderes. Aber für mich kann Adriana alles. Samt ihres Krimis diesen Jahres, wo sie ja den Auftakt einer Serie, einer Reihe gestartet ist unter Adriana Jakob. Und auch der mir sehr gut gefallen hat, obwohl ich jetzt nicht der größte Krimi-Leser und Krimi-Fan bin. Aber Adriana schafft es auch mit Goldene Zeiten im Gepäck, mich zu begeistern, mich zu fesseln und hier mit einem zweiten Buch auch vertreten zu sein, was eben doch irgendwie ganz anders ist als ihr Jugendbuch, das ich zu Beginn wahrscheinlich des Adventskalenders vorgestellt habe, weil ich weiß, dass das Buch ja im Frühjahr
irgendwie erschienen ist. Ich glaube, so um die Leipziger Buchmesse. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ja, ich kann es absolut empfehlen. Wer Roadtrips mag, wer ja Menschen, Dialoge, ja tiefgründige Charaktere und eine außergewöhnliche Geschichte mag, der ist bei Goldene Zeiten im Gepäck absolut richtig. Und ja, ich kann eigentlich nur schwärmen und in Superlativen von diesem Buch sprechen. Und ja, das war jetzt das 15. Türchen. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut!